möchte hier auf einen wesentlichen Punkt eingehen, der im Gutachten gleich am Anfang genannt ist. Ich möchte nur den ersten Satz zitieren, der heißt: Ganz zentral bei der Einleitung von Prozessen der Verstetigung ist die Wahl des richtigen Zeitpunktes. Und genau darum muss es heute Abend gehen. Ist der Zeitpunkt für den Schöneberger Norden schon rechtzeitig gewählt? Zusammengefasst kann man sagen, die Sozialdaten haben sich auf einem schwierigen Niveau stabilisiert. Umso mehr ist es wichtig, dass wir mit dem Campusprojekt in ein Fahrwasser laufen ab dem Jahre 2024, wo wir ordentliche Zustände haben. Dies gilt auch für ein weiteres Problemfeld, nämlich die Gertrud-Kolmer-Bibliothek. Sie wissen vielleicht, dass die Bibliothek hier ganz in der Nähe in der ersten Etage untergebracht ist. Das gehört eigentlich zum Schulgebäude der Sophie Scholl. Die Aufgabenstellung für die nächsten Jahre muss lauten, es muss ein neuer Ort her. Den haben wir aber nicht. Aber um diesen Ort zu finden und um auch die Fördermittel, die da im Zusammenhang stehen, das sind nämlich Mittel aus dem Förderprogramm BIST, Bibliothek im Stadtteil, nutzen zu können, brauche ich ein Quartiersmanagementgebiet. Der Campus der Generation an der Kurmärkischen Straße 1 bis 3 und an der Probenstraße 27 wird unser wichtiger zentraler sozialer Anker werden. Dort werden wir übergreifende Angebote vorhalten aus dem Bereich Jugend, Soziales, Bildung, Gesundheit, aber auch Wohnen wird dort möglich sein. Unsere Forderung aus dem Bezirk lautet deswegen, die Arbeit des Quartiersmanagements sollte bis zum Jahre 2024 ungebrochen fortgesetzt werden. Das heißt nichts anderes, dass wir die Erwartung an den Senat haben, dass die 4000 Arbeitsstunden, die wir momentan vertraglich gebunden haben mit der AG Spaß, dass diese fortgeschrieben werden können. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Arbeit am 31.12.2020 gekappt wird und dann sozusagen über den Projektfonds sozusagen ein neuer Träger uns begleiten wird, dann bedeutet das eben hier eine wesentliche Unterbrechung und möglicherweise auch ein Zusammenbrechen des Netzwerkes insgesamt. Das müssen wir verhindern. Natürlich muss es auch weiterhin darum gehen, dass wir die Beteiligung der Bevölkerung, die sich jetzt etabliert hat, mit Quartiersrat, Präventionsrat und auch Bürgerversammlung, dass wir die fortsetzen wollen. So komme ich jetzt schon zum Schluss. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, es war eine Fülle von Argumenten, die nochmal deutlich machen, warum wir das QM-Team auch über den 31.12.2020 sozusagen benötigen an der Stelle. Ich würde jetzt das Mikrofon abgeben an die Senatorin Katrin Lomscher. Und danach sind Sie natürlich aufgefordert, sich rege an der Diskussion zu beteiligen. Wir haben derzeit 34 Quartiersmanagementgebiete in Berlin. Das heißt im Umkehrschluss, wir haben in diesem Programm derzeit viele Stadtgebiete nicht, die dringend Förderung brauchen. Wenn man aus der gesamtstädtischen Perspektive guckt, dann muss man das auch in die Erwägung einbeziehen. Wir müssen, um Spielraum zu gewinnen für die Zukunft, müssen wir sozusagen auch Entscheidungen treffen, die für diejenigen, die es dann trifft, natürlich nicht schön sind. Schöneberger Norden war ja eines der ersten Quartiersmanagementgebiete, die überhaupt eingerichtet worden sind, ne, feiert nächstes Jahr den 20. Geburtstag und ist dann immer noch ein Quartiersmanagementgebiet, ne, weil bis Ende 2020 geht ja auch die Förderung. Also in dieser vertiefenden Untersuchung, die haben wir auch veröffentlicht im Internet, wir haben am 11. Juni die Pressemitteilung veröffentlicht und da hängt auch das Gutachten mit dran. Das heißt, es kann jeder Mensch, kann sich dieses Gutachten angucken und kann nachvollziehen, wie die Gutachter zu ihren Empfehlungen gekommen sind, denen wir natürlich nicht vollständig folgen müssen. Die können wir uns zu eigen machen, die können wir uns auch nicht zu eigen machen. Worauf ich hinaus will, ist Stadtteil, also Quartiersmanagement als Förderprogramm soziale Stadtentwicklung ist eine zeitlich befristete Intervention. Bezüglich des Ankers, über den Sie gesprochen haben, gibt es ja eine klar feste Verabredung, dass wir, also die erste Förderzusage ist auch schon erteilt und für die zweite, für das zweite Modul ist eine Förderzusage in Aussicht gestellt, also dass wir die Fertigstellung dieses Campus für Generationen als wichtiges Projekt erachten, um die Stabilität des Stadtteils zu unterstützen. Da sind wir uns einig und da können Sie sich auch auf unsere Unterstützung verlassen. Also diese Dinge jetzt sinnvoll in die Wege zu leiten, ist aus meiner Sicht konstruktiver und fruchtvoller, als sich zu verkämpfen. Weil wir müssen, und das ist nun mal mein Job, ich bin nicht für Tempelhof-Schöneberg zuständig, sondern ich bin für Berlin zuständig. Ich muss dafür sorgen, dass wir für die neue Förderperiode auch Spielraum gewinnen, Fördermittel einzusetzen in Arealen, wo wir bisher überhaupt noch nicht tätig waren.
Die Stabilisierung der Netzwerke vor Ort, das wäre doch verrückt, wenn ich nicht auch dafür wäre. Ne? Also alle diese Ziele unterstütze ich sofort. Sage, Quartiersmanagement war und ist nur teilweise geeignet, daran substanziell zu arbeiten. Ne? Also die Kinderarmut zu senken, ist mit Mitteln der Städtebauförderung schlicht schwierig. Also worauf ich hinaus will, für den Bezirkshaushalt 20 folgende sollte dringend, wenn es denn als so dringend erachtet wird, diese Gebietsbegleitung in der entsprechenden Höhe veranschlagt werden. Und da wir in Berlin bei den aktuellen laufenden Haushalten, hat ja das Abgeordnetenhaus auf die Globalsumme immer fürs eine Jahr 50 Millionen draufgetan, fürs andere Jahr 60 Millionen draufgetan. Ich bin optimistisch, dass es den finanziellen Spielraum gibt. Ich weiß jetzt nicht, was die 4.000 Arbeitsstunden pro Jahr kosten. Kann man ja mit einem einfachen Faktor multiplizieren, der ist mir nicht bekannt, aber kommt vermutlich ein sechsstelliger Betrag raus. Ne, möglicherweise mit einer 4 davor. 200.000. Also dann würde ich einfach sagen, das muss man dann sozusagen im Bezirkshaushalt absichern. Und ich kann als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen nicht sehenden Auges die Entscheidung treffen, an einer Stelle setze ich eine Förderung, die schon 20 Jahre und dann mehr als 20 Jahre ist, fort. Und an anderer Stelle habe ich nicht mal die Chance anzufangen, obwohl es da ganz, ganz dringend ist und möglicherweise schwieriger als hier. Also wir müssen uns da richtig große Mühe geben und wir sollten daran arbeiten, das, was Sie hier aufgebaut haben im Rahmen des Engagements im Schöneberger Norden, und das hat es ja schon gegeben, bevor es das Quartiersmanagement gab, und ich bin mir sicher, das wird es auch geben, wenn Quartiersmanagementmittel hier nicht mehr reinfließen, sondern wenn das anders aufgestellt wird. Also da glaube ich, dass man mit dieser Struktur, die man hier hat, und ich finde das wirklich großartig, ich kenne nicht viele Stadtteile, wo man vierteljährlich sozusagen so eine Art offene Stadtteilversammlung macht, wo sich die Politik mit den Fragen der Bürger stellt, wo man miteinander diskutiert, das ist schon ein ganz hohes Niveau und das hängt nicht davon ab, ob die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Geld für Quartiersmanagement gibt, sondern das hängt davon ab, ob Sie sich weiter engagieren wollen für Ihren Kiez. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir haben jetzt gehört, wie das aus Sicht der Verwaltung aussieht, aus Sicht der Senatsverwaltung, der Bezirksverwaltung. Ich möchte es mal darstellen aus Sicht eines Bewohners und Mitglied des Quartiersrats. Wir wissen ja, wie das in dem Nachbarbezirk nördlich der Kurfürstenstraße ist. Da findet die sogenannte Verstetigung statt und da geht es eben stetig bergab. Also da funktionieren diese Netzwerke nicht mehr. Die Probleme, die unser Stadtteil hat, es ist ja schon angeklungen mit Gewalt, Prostitution, Drogen, Exzesse, Verdrängung von Mietern, Verdrängung von sozialen Einrichtungen, Harmonie oder hier nebendran Potze und Raxtor. Ich glaube, dass wir die besser lösen können, wenn wir zusammenarbeiten. Und deswegen, egal ob mit QM oder nicht, es muss diese Strukturen mit Quartiersrat und regelmäßigen Treffen und Austausch und Erfahrung, die muss irgendwie weitergehen. Wenn das nicht mehr aus dem Programm Soziale Stadt kommt, dann okay, weiß ich nicht, wie realistisch es ist, dass es aus einem anderen Haushalt kommt. Dankeschön. Diese Hinweise, gestatten Sie mir, wollte ich noch unbedingt loswerden, weil mir sehr daran gelegen ist, deutlich zu machen, mit welchen Spielräumen wir im Bezirk tatsächlich umgehen. Der letzte Bezirkshaushalt hat mit Auflagenbeschlüssen geendet, die ein Gesamtvolumen hatten von 350.000 Euro, die von der BVV nochmal bewegt worden sind. Wenn jetzt die BVV hingeht für den Haushalt 2021 und sagt, sie möchte mindestens 200.000 alleine für den Schöneberger Norden, fallen mir eine ganze Menge Projekte ein und Maßnahmen ein, die ebenfalls ganz berechtigte Forderungen an den Bezirkshaushalt stellen und die natürlich umgesetzt werden müssen. Man muss das immer im Verhältnis sehen, was kann der Bezirk insgesamt leisten an der Stelle. Wir wollen uns nicht wegducken. Also wenn wir in der Lage sind, sozusagen eine gemeinsame Lösung zu entwickeln, dann bin ich dazu gerne bereit. Und ich denke auch, dass im Bezirkshaushalt zumindest ein Anteil dafür zur Verfügung gestellt werden kann. Aber ohne Senat, ohne Landesebene, glaube ich einfach, wird es nicht das Volumen haben, was wir im Schöneberger Norden brauchen. Das ist nur die finanztechnische Seite an der Stelle. Jetzt sollen Sie aber zu Wort kommen. Sie haben ja gerade auch mitgeteilt, dass Sie dem Gutachten nicht folgen müssen. Und ich würde Sie ganz einfach bitten, Ihre Entscheidung nochmal zu überdenken. Das, was ich dem Gutachter auch in dem Gutachtergespräch gesagt habe, und was ich Ihnen auch immer gesagt habe, aus Sicht der Jugendhilfe, die Schere hier in Schöneberg-Nord
gehen auseinander, ganz weit auseinander zwischen Arm und Reich. Die Schere zwischen neuen Bewohnern und alten Bewohnern geht auseinander und es gibt sehr viele Konfliktpotenziale. Wir selber als Leute, die hier groß geworden sind und versuchen Vorbilder zu sein für junge Menschen, die hier sind, waren schockiert zu sehen, wie viel Gewaltpotenzial hier noch steckt. Ich selber habe jetzt besser verstanden, wie diese Indikatoren anscheinend funktionieren. Sehe das jetzt auch besser bezirksübergreifend, wieso man bestimmte QM. Aber man muss das schon als einen Sonderfall sehen, warum das hier so ist. Weil allein diese Kommunikationsplattform zu bieten, dass Menschen zusammenkommen können und das machen, das zu organisieren, ich bezweifle, dass das ehrenamtlich gestemmt werden kann. Nun kann man natürlich sagen, wenn jetzt die Verstetigung kommt, das finde ich sowieso ein bisschen merkwürdiges Wort, weil für mich ist das eher Abbruch. Verstetigung würde ja eigentlich bedeuten, dass ich so etwas tatsächlich auch weiterführe und aufrechterhalte. Wir sind beide Ehrenamtliche bei einem Verein namens Mittwochsinitiative. Wir leisten soziale Hilfe für Sexarbeiterinnen und Drogenkonsumenten hier in der Kurfürstenstraße. Einmal die Woche haben eine Suppenküche. Und das ist für uns eben schwierig, als so ein kleiner Verein auch an die entsprechenden Töpfe ranzukommen. Und bislang war das eben gerade durch das QM für uns immer eine gute Anlaufstelle, wo man dann auch weitere Hilfe bekommen kann. Und das wird für uns eine Lücke hinterlassen. Ich bin Professor Lotzi Fröbelhaus, Bereichsleiterin und unter anderem verantwortlich für die Kurmärkische Straße, der ja der Ankerpunkt werden soll. Ich bitte wirklich dringend zu bedenken, wie gefährlich das ist, wenn die Netzwerke nicht bis zum Abschluss der Räume weiter begleitet werden können durch die Personen, die hier bekannt sind, die die Netzwerke kennen, die die Initiativen kennen und diesen Übergang aktiv zu den Personen, die das dann mal übernehmen sollen, auch begleiten. Ich war lange Zeit einer der Sprecher des Quartiersrats im Tiergarten Süd. Das Quartiersmanagement im Tiergarten Süd ist ja Ende 2016 ausgelaufen. Ansonsten haben wir anstelle des Quartiersmanagement-Teams eine, die aus drei Stellen hatte, jetzt eine halbe Stelle Stadtteilkoordination bekommen, die für ein Gebiet zuständig ist, das deutlich größer ist als das alte Quartiersmanagementgebiet. Und dasselbe Problem wird es hier auch geben, weil eben der Campus der Generation erst 2024 wahrscheinlich fertig werden wird. Das ist ein noch längerer Zeitraum als den wir hier hatten. Also von dort her würde ich unbedingt sagen, es muss bedacht werden, wenn Verstetigung und Auslaufen des Quartiersmanagementverfahrens, dann muss es diesen sozialen Anker aber auch schon real geben und nicht nur als Planung. Sie haben zwar gesagt, es gibt die und die und die Töpfe, aber das können wir nicht leisten, solche Anträge zu schreiben. Ja, die sind teilweise, als wenn die nicht nur 1.000 Euro im Jahr bringen sollen, sondern wirklich langfristig gut strukturiert sein müssen, dann muss da einfach mehr im Topf sein. Und diese Anträge sind richtig kompliziert. So, mein Name ist Larissa Neu. Ich bin ehrenamtliche Geschäftsführerin des Integrationszentrums Harmonie. Dass wir alle eigentlich bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten, das ist kein Geheimnis. Ich arbeite 40 bis 50 Stunden ehrenamtlich, das tut mir nichts. Ich weiß, dass ich etwas Sinnvolles mache und das tue ich auch sehr gerne. Aber gerade vor 2 Jahren stand auch unsere Organisation in Gefahr, aufgelöst zu werden. Bezirksstadtrat hat sich jetzt sehr diplomatisch geäußert. Er sagte, Verdrängung von sozialen Einrichtungen. Nein, das war einfach so ein Versuch, eine soziale Einrichtung zu vernichten. Und das alles, was Quartiersmanagement in dieser Zeit für uns getan hat, es ist jetzt Anerkennung nicht nur berlinweit, auch deutschlandweit. Als ich heute hier gekommen bin und dachte ich, naja, ich sage einfach so, liebe Frau Senatorin, ziehen Sie sich warm. Wir gehen auf die Barrikaden. Und wir gehen auf die Barrikaden, das können Sie uns wirklich glauben. Wir sind keine Gesetze, wir sind keine Paragraphen, wir sind die Menschen. Vom Elternprojekt Bildungsbotschafterin, Bildungsbotschafter in Stadtteil, Schule und Kita.
Und mir geht es darum, ich bilde als Trainer und als Coach diese Menschen aus. Wir arbeiten in Schulen, wir brauchen Brücken von den Eltern in die Schule hinein, von der Schule in die Eltern zu den Eltern zurück. Und mein Angebot an Sie, Sie sprachen davon, möchten neue Dinge ausweisen, das alte kann aber nicht sein. Ich frage mich, wie kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen? Und wenn ich höre, dass das QMI schon 20 Jahre Erfahrungen hat, wie wäre es denn, wenn man so eine Art Patenmodell andenken würde? Ich wäre sofort dabei, mein Wissen weiterzugeben. Guten Abend, Frau Domscher. Mein Name ist Sebastian Walter, ich bin auch Mitglied des Abgeordnetenhauses von den Grünen. Ich hätte dazu eine Frage, was diesen Verstetigungsprozess angeht. Ich habe bei einem Gebiet jetzt gesehen, das betrifft den Moabit West, dass da auch genannt wurden, dass die Indikatoren sozusagen eigentlich dazu hindeuten oder dass die klar sind, dass das Gebiet verstetigt werden muss. Jetzt ist dort eine Lösung gefunden worden, das QM-Gebiet zu verkleinern auf zwei Sozialräume und sein Abweichen von der Meinung des Gutachtens, dass es trotzdem möglich ist, dieses QM-Gebiet fortzuführen. Dabei sagen meine erste Frage, gibt es möglicherweise auch hier Spielraum? Gibt es nicht doch Spielraum über diese Gutachten hinaus, um individuell vor Ort nochmal entscheiden zu können, dass QM fortgeführt werden, möglicherweise in einem anderen Maßstab, aber doch da Spielraum existiert? Mein Name ist Jutta Husemann und ich leite das Nachbarschafts- und Familienzentrum in der Kurmärkischen Straße. Ja, ich verstehe irgendwie nicht so richtig, da gibt es etwas, was gut funktioniert, warum das nicht fortgesetzt wird. Ja. Mein Name ist Antje Mattiesen, ich arbeite beim Notdienst Besuchmittelgefährdet und Abhängige Berlin e.V. und anderer Name. Warum Sachen, die gut funktionieren, nicht auch mit übernehmen? Wir haben als Beispiel mit dem Frauentreff Olga, mit dem KIS-Projekt, jetzt auch mit dem QM zusammen, sorgen wir dafür, dass wir mit den Frauen auf der Kurfürsten selber Absprachen treffen, damit sie vor bestimmten Dingen nicht ihren Job machen, in Anführungsstrichen. Ich komme vom SSB, das ist ein sozialer Träger, der hier im Bezirk zwei Projekte hat, nämlich einmal der Drugstore, weil der akut bedroht ist, und zum anderen das Hausprojekt in der Mannsteinstraße. Und ich würde Ihnen zustimmen, dass der QM natürlich nicht allem entgegenwirken kann. Das Problem ist aber, dass bestimmten Sachen entgegengewirkt werden muss. Und jetzt ist es halt so, dass ich denke, das ist eine gewachsene Struktur, das sind gewachsene Ansprechpartner und das ist ein wahnsinnig hoher Wert für Leute hier im Kiez. Frau Lomscher, im Grundgesetz steht meiner Meinung nach auch, wenn meine Verfassung nicht veraltet ist, die Kommunen müssen, die Mittel bereitgestellt werden, die sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben benötigen. Nach dem Zusammenbruch der öffentlichen Verwaltung oder diesen totalen Abspecken merkt man ja, dass, und das hat man ja hier überall gehört, dass es gar nicht mehr möglich ist, viele Angelegenheiten über die normalen Verwaltungswege zu stemmen, ne? Und hier hat sich eine basisdemokratische Struktur offenbar aufgebaut und die braucht einfach eigene Mittel, das hat man jetzt gesehen, ne, die sie selber verwalten kann, um funktionieren zu können. Und deswegen darf es nicht zugelassen werden, dass das hier ausläuft. Hallo, ich bin Sophie Oltmann, 15 Jahre alt und würde gerne ganz, ganz kurz das Projekt der Bibliotheken ansprechen. Denn ich bin der Meinung, dass bei so einer hohen Kinderarmutslebensweise es sehr wichtig ist, eine moderne und große Bibliothek zu haben, wo sich die Jugendlichen die Bücher ausleihen können, ins Internet gehen können und Musik hören können. Aber am wichtigsten ist es, glaube ich, dass Jugendlichen sich dort treffen können, weil es wenige Orte, glaube ich, hier gibt, wo man sich als Jugendliche treffen kann. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es sehr wichtig ist, diese Bibliothek weiter auszubauen und eine moderne Bibliothek zu gestalten. Danke. Hallo, mein Name ist Christine Scherzinger, ich bin in der BVV. Und zwar stadtpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Ich habe hier klar und deutlich das Anliegen des Quartiersrates mit unterstützt, und zwar für die Verlängerung des Quartiersmanagements. Ich höre nur 2024 und dann ist das danach. Nein, wir müssen jetzt anfangen, dass wir hier gezielt reingehen, die Gelder hier klar machen, schauen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe hier ganz viele Ideen schon gehört und das müssen wir bündeln und wir können nicht alles jetzt auf dieses soziale Stadtprogramm fokussieren. Ja, mein Name ist Bertrand von Boxberg, ich bin Anwohner, war seit Anbeginn 10 Jahre lang im Quartiersrat, auch in der Sprecherfunktion mit meiner Vorrednerin zusammen. Wir haben eine gute Arbeit gemacht. Inzwischen bin ich auch in der BVV
Und weil ich ja bei einer Fraktion der Grünen bin, haben wir ein bisschen manchmal andere Auffassungen. Ist aber nicht schlimm. Stellen wir uns vor, wir sind im Jahr 2024 in der Kurmärkischen Straße. Wir eröffnen den Campus der Generation und wir halten eine Eröffnungsrede. Und wie könnte die aussehen? Und das will ich eben nicht, dass die so sich anhört, wo man sagt, ja, jetzt müssen wir irgendwie anfangen, die ganzen Zusammenhänge, die Nachbarschaften wieder neu aufzubauen. Wir haben da aber eigentlich gute Möglichkeiten. Wir hatten das ja mal geschafft. Erinnert ihr euch noch so ans Jahr 2018? Da war eigentlich alles da. Es gab Netzwerke und vielleicht machen wir mal wieder eine BSR-Aktion oder wir machen ein Straßenfest. Wir bringen die Leute zusammen. Wir haben das alles mal. Warum haben wir das eigentlich aufgegeben? Warum haben wir das aufgegeben? Da gab es ein Gutachten. Das ist Gutachten, super. Da gab es ein Gutachten. Ich danke Ihnen, Frau Lomscher, dass Sie es veröffentlicht haben. Frau Senatorin, überlegen Sie es nochmal. Vielleicht ist auch für uns eine Möglichkeit da, wie in Moabit West, dass man vielleicht ein angepasstes Mittel, aber die wichtigen Punkte dieses Verfahrens, dass man die bis 2024 durchführt und lassen Sie uns reden, wie man es vielleicht sogar reduzieren kann, aber dass wir 2024 nicht so eine blöde Eröffnungsrede halten müssen, wie ich sie mir eben ausgedacht habe. Danke. Ich würde jetzt gerne Frau Lomscher die Gelegenheit geben, auf die unglaublich vielen Wortbeiträge nochmal eingehen zu können. Ich will von meiner Seite nochmal deutlich machen, dass wir von Bezirksseite ein großes Interesse daran haben, jetzt in Media Res zu gehen, in die Gespräche, die angeboten worden sind, diese auch wahrzunehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir über die Ressourcenfrage ein gemeinsames Nachdenken in Gang bringen, denn ich kann Ihnen sagen, dass der Bezirk dies alleine nicht stemmen kann. Frau Lomscher, Sie haben jetzt das Wort. Also erstmal vielen Dank für diese sehr vielen Beiträge. Ich habe mir viel aufgeschrieben, meine Mitarbeiterin hat sich viel aufgeschrieben. Das ist schon alles sehr nützlich. Ich finde es extrem wichtig, dass Sie das hier auch die Frage gesagt hat, warum eigentlich bis 2024 und warum eigentlich nicht dauerhaft? Warum soll man aufgeben, was gut funktioniert? Die Frage finde ich absolut berechtigt. Dann muss man sich aber auch fragen, ist es denn dann die richtige Antwort, Projektfördermittel dafür einzusetzen oder ist es nicht die viel bessere Antwort, sowas regelfinanziert abzusichern? Also das muss ich einfach mal ganz deutlich sagen, weil das ist die Position, die ich schon immer vertreten habe. Ich war auch eine große Kritikerin des Quartiersmanagements, als es eingeführt wurde, 1999, die Älteren werden sich erinnern, da gab es ja einen Streit zwischen Liebken und Striedau und so weiter und wer ist da irgendwie mehr unterwegs, um urbane Integration zu fördern und aufkeimende Verdrängungsprobleme zu bearbeiten. Da ist das Quartiersmanagement als irgendwie Agent von oben und außen sehr, sehr misstrauisch betrachtet worden, auch von mir persönlich. Innerhalb dieser 20 Jahre hat sich das Quartiersmanagement enorm verändert. Es ist tatsächlich eine Brücke zwischen diesen geförderten Programmakteuren und den Bezirksverwaltungen entstanden. Es ist Bürgerbeteiligung in einer extrem vorbildlichen Weise etabliert worden. Da sind Erfahrungen gemacht worden, die es verdient haben, sozusagen stadtweit ausgerollt zu werden und nicht nur in irgendwelchen Fördergebieten. Ja, also was spricht denn dagegen, Stadtteilgremien mit einem eigenen Budget auszustatten im Rahmen eines Bürgerhaushalts? Nichts spricht dagegen. Ja, also wenn wir hier darüber reden, dass wir das, was so gut läuft, erhalten wollen, ja, dann erhalten wir es doch einfach. Aber wir können eben nicht so tun, als hinge der Erfolg nur davon ab, dass ein auf Zeit angelegtes Förderprogramm ewig läuft. Verstetigung soll man ehrlicherweise mit Auslaufen der Förderung bezeichnen, da haben Sie auch recht. Verstetigung ist hier in dem Falle Beendigung. Das ist so. Wir sind ja in einem Zeitraum 2,5 Jahre. Können wir einen guten Übergang organisieren? 2,5 Jahre können wir miteinander darüber im Gespräch bleiben, was gelingt uns auf diesem ganz normalen, regulären Weg über den Bezirkshaushalt, was gelingt uns über die Maßnahmen, konkreten Aktionsprogramme? Das ist ja die Verabredung, die wir getroffen haben, dass Bezirk und QM-Team jetzt Aktionsplan machen sollen. Bis Ende dieses Jahres in diesen Aktionsplan sollen sie aufschreiben, was ist ihnen jetzt ganz wichtig, in welchen Fonds sollen sie noch Mittel beantragen. Es ist, glaube ich, sozusagen ein extrem guter Zeitpunkt, sich wirklich mal zu überlegen, wie stellen wir die Kommunalpolitik in Berlin auf andere Füße. Wenn hier die Bibliothek erwähnt wird, dann ist mir schon klar, dass man aus der bezirklichen Investitionspauschale nicht allen
Investitionsbedarf darstellen kann. Aber wir haben zum Glück ein Überschussprogramm, was sich Sondervermögen für Infrastruktur in die wachsende Stadt und Nachhaltigkeit nennt. Ja, Sivana liebevoll abgekürzt. Und eine Bibliothek zum Beispiel zu sanieren, ist ein perfektes Projekt aus dem Sivana-Fonds zu finanzieren. Ich glaube, dass wir gut beraten sind. Die Zeit, die jetzt 2,5 Jahre ist nicht viel, aber es ist auch nicht wenig. 2,5 Jahre ist eine Zeit, die man sehr, sehr gut nutzen soll. Und die Möglichkeiten, vieles von dem, was Sie gesagt haben, künftig politisch, ehrenamtlich, über Projekte, über regelhaftes sozusagen Behördenhandeln zu bearbeiten, die müssen wir alle zusammen gut nutzen. Vielen Dank, Frau Lomscher. Ich nehme das Gesprächsangebot, was hier formuliert wurde, sehr gerne auf. Bin mir auch sicher, dass wir den einen oder anderen Topf nochmal anzapfen werden, an den wir bis heute noch nicht gedacht haben. Ich glaube nach wie vor, dass es notwendig sein wird, dass für den Schöneberger Norden eine Brückensituation geschaffen werden muss, die nochmal besonders ist und die uns auch deutlich unterscheidet von anderen QM-Gebieten, die in die Verstetigung entlassen werden. Insoweit glaube ich auch, dass man auf der Landesebene darüber nachdenken muss, hier einen besonderen Budgettopf zu schaffen. Lassen Sie uns diesen Ball von heute aufnehmen und ich würde vorschlagen, dass wir am 27.09. hoffentlich mit ersten Zwischenergebnissen aufwarten können, was die Beratungen sozusagen in den unterschiedlichen Zirkeln und Gremien ergeben haben. Und ich würde auch sagen, dass der Schöneberger Norden wach bleiben wird bei der Wahrnehmung seiner eigenen Interesse. Da kommt es natürlich sehr auf Sie drauf an, dass Sie an der Stelle weitermachen, so wie Sie sich bisher engagiert haben. Habe sehr wohl zur Kenntnis genommen, dass hier einige dabei sind, dass unabhängig von den Strukturen Sie auf jeden Fall sich im Schöneberger Norden engagieren. Das finde ich großartig. Machen Sie so weiter und den Ball von Herrn Bauer aufgreifen, kann ich auch noch mal sagen. Es ist noch mal auch die Gelegenheit jetzt und hier und heute für die geleistete Arbeit, die viele von Ihnen sozusagen in ehrenamtlichen Strukturen leisten, hier ein großes Dankeschön zu sagen. Denn ohne Sie wäre der Schöneberger Norden gar nichts. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Da muss ich mal tief durchatmen und denken.